Wegen des jahrelangen Sparkurses des Senats wurden die Berliner Schulen zu Sanierungsfällen. Der Investitionsstau ist immens, ihn abzubauen eine Herkulesaufgabe. Eine 5,5 Milliarden schwere Schulbauoffensive soll dieser jetzt in den nächsten 10 Jahren Herr werden. Und nicht nur das, mit dem Geld sollen auch dringend benötigte neue Schulen gebaut werden. Für Sanierungsinvestitionen ab 10 Millionen Euro und für die Neubauten will der Senat neue Strukturen schaffen, um die Bezirke zu entlasten. Unter dem Dach der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft HOWOG soll eine neu gegründete GmbH die Planungen für entsprechende Großbaustellen übernehmen, die dann von der HOWOG umgesetzt werden. Auf diese Weise können auch Kredite aufgenommen werden, die im Haushalt nicht auftauchen. Schließlich gilt ab 2020 die Schuldenbremse. Für den Verein Gemeingut in Bürgerinnenhand sind diese Planungen der Anfang vom Ende. Sie sehen hier einen klaren Einstieg in die Privatisierung. Die HOWOG den Auftrag übernehmen will, muss sie sich Hilfe von außen holen. Da holt sie sich dann Privatfirmen ran, die das machen. Das ist Privatisierung. Das heißt also, jetzt machen Privatfirmen den vorher öffentlichen Auftrag. Möglicherweise hat die HOWOG auch gar nicht genug Geld, um das so schnell zu machen. Oder, sage ich mal, ab 2020 nicht genug Geld. Das ist ja in den Plänen schon so drin. Da soll die eigene Kredite aufnehmen. Das heißt also, die privatrechtliche Gesellschaft nimmt Kredite auf, um den öffentlichen Schulbau zu machen. Das ist Privatisierung. Diese Kredite können auf verschiedene Formen reinkommen. Können Kapitalmarktkredite sein, das können aber auch Privatinvestoren sein, die Teile der Aufträge selbst übernehmen. Es geht auch um die Grundstücke. Die Schulgrundstücke können an diese Gesellschaft übertragen werden oder per Erbbauvertrag für lange Zeit denen übergeben werden, sodass sie nutznießen dürfen. Das ist eine Form von Privatisierung. Und wenn jetzt diese Gesellschaft mit den Grundstücken oder den Erbbauverträgen und den Mietverträgen irgendwo am Kapitalmarkt sich bedient, andere Investoren drin hat, wird sie ganz anderen Anreizen unterliegen als denen, die wir uns darunter vorstellen. Öffentlichen Schulbau so zu machen, dass die Schule darin gut ist, dass der Schüler wirklich unterrichtet werden. Die hat andere Interessen. Die möchte vielleicht lieber weniger Unterhalt machen, weil sie dann höhere Gewinne hat. Die möchte vielleicht bei dem Schulessen oder bei der Schulreinigung lieber sparen, weil sie dann höhere Gewinne hat. Vielleicht reicht aber das alles noch nicht und die Baukosten explodieren. Sowas kommt vor. Das ist am BER auch vorgekommen. BER ist auch eine privatrechtliche Gesellschaft, wo das betrieben wird. Dann muss das Land einspringen. Dann haben wir eine Kostenprivatisierung. Oder die haben Sicherheiten hinterlegt. Die haben die Schulgrundstücke verpfändet für die Kreditverträge, die sie aufnehmen. Dann fallen diese Sicherheiten an die Banken. Dann gehört diese Gesellschaft oder Teile dieser Gesellschaft eben nicht mehr der öffentlichen Hand, sondern den Banken. Sie haben jetzt ausgeführt, was da alles aus dem Ruder laufen kann, wenn es sich um eine GmbH handelt. Da frage ich, dass Sie also die Sorge haben, dass letztlich die Politik hier etwas schafft, ähnlich wie beim Zauberlehrling von Goethe, wo Sie dann letztlich keinen Einfluss mehr drauf haben, obwohl Ihnen jetzt noch vorschwebt, hier eine GmbH zu gründen, die Sie im Griff haben, die nur das macht, was Sie machen wollen. Denn man kann Rot-Rot-Grün, glaube ich, kaum unterstellen, dass sie so ein Konstrukt letztlich im Ergebnis haben wollen, wie Sie es jetzt geschildert haben. Sondern natürlich ein Unternehmen, was nicht mit Gewinnmaximierung auf dem Markt unterwegs ist, sondern allein das Ziel hat, Schulen zu sanieren und zu bauen. Mir gefällt Ihr Beispiel von den Zauberlehrlingen. Rot-Rot-Grün möchte die Schulen nicht privatisieren. Das ist nicht ihr politisches Anliegen, sondern es soll die Sanierung und teilweise der Neubau schneller vorangetrieben werden. Aber unglücklicherweise ist der Weg, den sie einschlagen, genau der Weg in die Privatisierung. Und tatsächlich haben sie es nicht mehr im Griff, dass man eine privatrechtliche GmbH, die einem öffentlich gehört, schlecht kontrollieren kann, hat man am BER gesehen. Da hat die Kontrolle ganz offensichtlich versagt, sagen wir es mal so. Die Zauberlehrlinge sollten sich, bevor sie das machen, besinnen und nur das machen, was sie kontrollieren können. Und was sie kontrollieren können, ist nur das, was sich im öffentlichen Recht befindet. Denn sonst könnte es auch gravierende Folgen für den Schulbetrieb haben, so der Verein. Für konkrete Szenarien zuständig ist dabei die ehemalige Schulleiterin Hannelore Weimar. Ich befürchte, dass eine Schulleitung mit einem Akteur mehr zu tun hat als bisher. Das heißt, wir müssen ja dann nicht nur mit den Bezirken verhandeln, sondern Schulleitungen müssen ja dann mit einem Unternehmen verhandeln, das auch gar nicht mehr die Bedürfnisse der Schule kennt.
Es kann passieren, dass Räume abgegeben werden müssen, dass vom Schulgelände Teile abgespart werden könnten, dass vielleicht Doppelnutzungen von Räumen in Frage kommen. Die Sportvereine, die bisher vertraglich mit den Bezirken kooperieren, um die Turnhallen zu nutzen, werden wahrscheinlich nicht mehr kostenfrei in die Schulen kommen. Die Mitbestimmung in den Schulen wird reduziert, weil ja dann auch die Schulkonferenzen nicht mehr so direkt mitbestimmen können. Also es gibt ein ganzes Paket von Möglichkeiten, will ich mal sagen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir nicht sagen können, was wirklich passiert. Aber es gibt ein ganzes Paket von Möglichkeiten, was passieren könnte. Doch die Streiter gegen Privatisierung kamen nicht nur mit Horrorszenarien, sondern auch mit Vorschlägen, wie sie sich eine Schulbauoffensive vorstellen. Und die heißen, alles so lassen, wie es ist, allerdings mit weiterer Stärkung der Bezirke. Das richtige Konzept wäre ein Konzept, wo auf jegliche Formen der Privatisierung verzichtet wird, wo alles im staatlichen Bereich eben bleibt. Und wo man das, was man schon angefangen hat, weitermacht, sprich die personelle Aufstockung der Bauämter, sprich die Vorweggewährung von Stufen nach Tarifvertrag der Länder, damit man die Menschen besser bezahlen kann, damit es auch Bewerber gibt, die hierher kommen. Ich frage mich auch, warum man Quereinstieg bei den Lehrkräften ermöglicht hat, mit Fortbildung und Weiterbildung, und warum das nicht geht. Ich denke, das richtige Konzept ist etwas, was wachsen muss. Berlin hat gezeigt, dass es Wachstum gibt bei den Investitionen in den Schulbau, mindestens 8% jedes Jahr. Und wenn man das weitermacht, dann schafft man das auch ohne Privatisierung. Sandra Scheres kann die ganze Aufregung nicht nachvollziehen. Die Bildungssenatorin weist jegliche Privatisierungsambitionen und Gefahren zurück. Wir privatisieren nicht, sondern es geht darum, dass die Stadtentwicklungsverwaltung und die HOVOG, die eine städtische Wohnungsbaugesellschaft ist, groß Sanierungsmaßnahmen übernehmen und Schulen bauen werden. Das diskutieren wir gerade, und es geht nicht um eine Privatisierung von 500 Schulen, wie ich gelesen habe. Das ist totaler Quatsch. Wir haben alle das Ziel, dass wir schnell sanieren, und wir benötigen in den nächsten Jahren 50 neue Schulen und qualitativ gute Schulen, und das bringen wir jetzt gemeinsam Land und auch die HOVOG und die Bezirke auf den Weg. Auch der Kritik, dass die HOVOG und ihre Tochtergesellschaft nicht die nötigen Kompetenzen und Erfahrungen bei Schulsanierung und Bau mitbringen, kann die Senatorin nicht folgen. Zum einen ist die HOVOG, aber auch die Stadtentwicklungsverwaltung geübt, Gebäude zu bauen, ganz unterschiedliche Gebäude. Und es ist auch immer so, dass es ein Partizipationsverfahren gibt, also mit den Schulen zusammen und den unterschiedlichen Akteuren, wie Schulen gebaut werden. Und das Land Berlin hat ja auch schon einen partizipativen Prozess auf den Weg gebracht, wie wir uns die Schulen der Zukunft vorstellen, also sozusagen Inklusion, Ganztagsschule, aber es Arbeit mit heterogenen Gruppen, also wo wir schon konkrete Vorschläge erarbeitet haben, wo Architekten dran sitzen und die Umsetzung betreiben dann natürlich dann letztendlich die Bauleute der HOVOG und deren Architekten. Also das fände ich schon schwierig, wenn man immer sagen würde, so ja, du kannst irgendwie nur irgendwas bauen, wenn du ganz spezialisiert bist. Ich glaube, da sind die unterschiedlichen, auch die privaten Unternehmen, ja geübt. Und wieso sollte das nicht eine städtische Wohnungsbaugesellschaft können, eine Schule zu bauen? Rückendeckung bekommt die Senatorin vom Landeselternausschuss, der die jetzt präsentierten Sorgen für überzogen hält, aber durchaus noch Informationsbedarf hat. Es gibt viele Fragen, die wir auch in dem Zusammenhang haben, was die Konstrukte und Aufstellung unterschiedlicher Firmen in diesem Konstrukt der Schulbausanierung und des Schulneubaus betrifft. Wir sehen aber nicht die Gefahr, dass Schulgrundstücke verloren gehen, dass Schulen plötzlich Dienstleistungsverträge mit irgendwelchen privaten Trägern abschließen müssen, dass die Schulhausmeister verloren gehen oder dass irgendwie das Schulessen sogar in Gefahr steht. Wie stehen Sie überhaupt dem Vorhaben gegenüber? Also meinen Sie, dass das den Schulbau, die Sanierung voranbringen wird, dass eben diese GmbH gegründet wird und diese Großprojekte und Neubauten den Bezirken entzogen werden? Also ich glaube tatsächlich schon, und das haben wir ja auch schon sehr begrüßt, dass diese Schulbauphase 1 und Schulbauphase 2, die der Senat ja vorgestellt und beschlossen hat, sehr dazu beiträgt, dass Schulsanierung und Schulneubau vorangehen. Diese Strukturen, die da unterstützend tätig werden können, das ist ja die HOVOG, wenn die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen nicht alle Großsanierungsfälle und Neubauten selber stemmen kann, dass da niemand bereitsteht, der das übernehmen kann. Ich glaube,
das ist eine gute Entscheidung, die man an der Stelle auch aus unserer Sicht begrüßen wird. Noch sind die neuen Strukturen für die Schulbauoffensive nicht in trockenen Tüchern. Das Ergebnis steht auf alle Fälle unter Beobachtung und auch der Protest wurde bereits angekündigt.